Hallo und auf ein neues zu einem mit einem Video zum Flugsimulator. Und zwar heute geht es darum, um die Updates von Microsoft mit dem letzten oder vorletzten Word-Update Deutschland, Österreich, Schweiz. Da werden wir uns mal in einem Flug durch Tirol und Salzburg anschauen. Festung Kufstein. Die Festung Hohensalzburg, Königssee, St. Bartholomä und Innsbruck, Europabrücke und ähnliches. Mal schauen, wie das Ganze umgesetzt wurde. Ich habe es noch nicht gesehen, insofern ein bisschen Sightseeing. Hier nun also ein kleiner Blick auf mein Desktop und bei einem so schönen Flug durch die Alpen ist es einfach super. Schaut euch mal, das ist eine japanische Teekanne und ein wunderbarer Tee dazu. So lässt sich so ein Flug also definitiv richtig zelebrieren. Und das ist jetzt nicht gesponsert, aber das ist einfach der Teehändler meines Vertrauens. Heidelbeer Buttermilch, ich sag euch, es ist irre. Oder hier Kirsche Cranberry, also Wahnsinn. Alles natürlich hergestellt und selbst die Verpackung basiert auf Gras. Und löst sich komplett auf, ist also umweltmäßig ja, up to date, kann man sagen. Ich verlinke das unten mal. Das ist in Kirchbichl der Gerhard Winkler. Und ich kriege da kein Geld für, aber ich trinke den Tee einfach gern. Und man kann es übers Internet wunderbar bestellen. Und ja, wer Spaß dran hat, probier es mal aus. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Der Mann hat Ahnung vom Tee und darum geht's. Ja, als Startpunkt habe ich mir mal den Flugplatz Langkampfen bei Kufstein ausgesucht. Einfach weil da jede Menge tolle Berge und die Grenze, der Inn und so weiter, die Autobahn als VfR-Punkte, alles wunderbar zu sehen ist. Schauen wir uns mal die Gegend hier an. Da hinten das Kaisergebirge. Hier drüben der Pendling. Und hier hinten geht es Richtung Innsbruck. Wörgl, Schwaz, Innsbruck, genau das ist auch hier der Anflug Richtung Innsbruck, Kranebitten. Aber mit der kleinen Maschine, da ist natürlich das Ganze sinnvoller oder schöner mit so einem kleinen Flugplatz. Jo, dann wollen wir mal starten. Gut, dann kann's losgehen. Okay, dann drehen wir mal um, hier über den Inn.
Und dann geht's Richtung Kufstein. Okay, dann fliegen wir mal Richtung Kufstein zu, denn ich möchte da auch nachschauen, ob Microsoft seine Hausaufgaben wirklich gemacht hat, weil mit dem letzten World Update für Deutschland, Österreich, Schweiz wurde auch die Festung von Kufstein angeblich handmodelliert. Ja, und ich muss sagen, das sieht definitiv gut aus. Absolut. Mal seitlich, dass ich besser sehen kann. Ups. Okay. Wunderbar, ja. Die Brücke auch. So, jetzt aber Vollgas. Wir fliegen Richtung Kaisergebirge. Okay, jetzt sind wir schon zwischen Zahmen und Wilden Kaiser, beziehungsweise ja, unter uns der Kaiserbach. Mal langsam steigen. Und hier die Höfe. Wer den Wanderweg kennt, der kennt auch die Höfe. Vandelhof war das gerade. Da kommt Hinterkaiserfelden. Mal langsam höher schrauben. So, etwas höher geschraubt. Fliegen wir hier mal eine Runde. Hier unten sieht man den Inn. Das ist auch die Grenze. Ups. Ja, etwas windig. Auf der linken Seite den Wilden Kaiser. Jetzt drehen wir mal. Ja, etwas windig. Nicht zu schnell. Und hier unten sehen wir die Rizauralm, wo man wunderbar essen kann. Und der Wanderweg Richtung Vorderkaiserfelden und eindeutig die Nauenspitze und das Petersgipfel. Da gehe ich mal seitlich rüber. Unten sieht man das Kranzhorn und den Inn Richtung München. Das da unten ist Ebbs. Seitlich drüben Geigelstein und hinter dem Geigelstein da ist der Chiemsee. Mal rüber. Pyramidenspitze. Dann fliegen wir mal Richtung, ich sag mal, Berchtesgaden. Richtung Salzburg rüber. Das ist der Walchsee. Seitlich.
Ein tolles Wandergebiet. Nennt sich der Kaiserwinkel. Besser. Okay, dann überbrücken wir mal die nächste Ecke, dann fliege ich mal hier Richtung Königssee. Okay, weiter geht's. Ich habe hier mal eine langweilige Passage ausgelassen und den Anflug hier durchgeführt. Jetzt schauen wir uns mal die Festung Hohensalzburg an. Wie es denn hier aussieht in Salzburg. Schauen wir mal langsam. Da wird es lohnenswert. Mit der Altstadt ist natürlich traumhaft. Wow, ja, toll. Ah, die Bastei links. Auch ein toller Aussichtspunkt. Es wird eine ruppige Kurve jetzt, aber ich möchte Bastei hier mal anschauen. Ja, super. Das kommt schon sehr gut. Ja, auch hier könnte man natürlich ein im Prinzip ein abendfüllendes Video machen, aber heute ist nicht nur Salzburg, weil ich möchte auch noch den Berchtesgaden St. Bartholomä schauen. Ist anscheinend auch modelliert worden und naja, Watzmann, selbstverständlich, Schicksalsberg. Okay, hier sieht es schon besser aus. Sommer. Da sehen wir doch Berchtesgaden und den Königssee. Was war da runter? Es wird jetzt wieder ein wilder Ritt, wie üblich. Sturzflug. Links dürfte der Jänner sein. Und naja, machen wir die Sache kurz und schmerzlos und schauen uns St. Bartholomä an. Im Kamikaze-Sturzflug. Hinten das steinerne Meer, hier der Watzmann.
Na, da sind wir doch richtig eindeutig. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Konnte ich bisher auch noch nicht besichtigen. Im Flugsimulator zumindest. Oh ja, eindeutig ja. Da drüben müsste der Weg zur Saugasse sein, wo es dann zum Fundensee, einer der kältesten oder ich glaube überhaupt der kälteste Punkt in Deutschland öfter. Die Kurve, ich möchte hier auch mal den Stand der Sonne noch mal etwas verändern. Okay. Das sieht doch bestimmt. Noch besser aus mit einer anderen Uhrzeit. Ich doch sagen. Okay. Ist das Ganze vielleicht besser beleuchtet, würde ich mir vorstellen. Ja. Sehr schön. Und last not least Innsbruck. Mal wieder etwas runter. Wir sehen hier unten auf der, ich fliege mal noch direkt drüber, das sind Swarovskis Kristallwelten, glaube ich, nennt sich's. Da sieht man diesen Park. Und da ist dieser tolle Brunnen vom André Heller entworfen mit diesem Riesenkopf in Wattens, also kurz vor Innsbruck. Tolle Schmuckstücke, teilweise auch toll teuer, aber ja, man kann doch. Stehen viele Leute drauf, also Swarovskis Kristallwelten ist anscheinend der meistbesuchte Touristenort in ganz Tirol, habe ich gelesen. Wird wohl so sein, ja. Okay. Innsbruck mit jeder Menge Innsbrücken.
ja, das ist Hall in Tirol auf der rechten Seite. Da geht es rechts in den Karwendel richtig rein. Auch sehr schöne Wanderstrecken. Unter uns die Autobahn Richtung Verona über den Brenner. Europabrücke ist praktisch, also vom Bild betrachtet, geht es links in die Kurve, in das linke Tal am Horizont oben. Nun sind wir über Innsbruck, unschwer zu erkennen. Ich glaube, das dürfte auch flugsimulatortechnisch einer der beliebtesten Airports sein. Schauen wir uns mal etwas in der Stadt um. Da gibt es natürlich von Orbix eine sensationell gute Szenerie, sehr empfehlenswert. Aber ich habe die noch nicht hier drauf, aber werde ich mir vermutlich auch zulegen, weil da sieht das Ganze natürlich schon noch einmal ganz anders aus. Das ist gar keine Frage. Jo, wie sieht es am Airport aus? Schauen wir uns das auch noch mal kurz an. Also als Standardszenerie wohlgemerkt. Ja, sehr Standard, nicht schlecht, aber ja, da sind wir durch Orbix natürlich sehr verwöhnt, sage ich mal. Okay, zum Abschluss vielleicht noch die Europabrücke mit Blick auf Richtung Brenner und dann ist die Sightseeing-Tour beendet. Gut, hier nochmal ein Blick auf den Innsbruck und links die Karwendelgipfel. Und hier sieht man dann, wie sich die Autobahn Richtung Brenner über die Europabrücke entlang schlängelt. Die schauen wir uns noch geschwind an. Da durfte auch schon fast jeder drüber gefahren sein, den es in den Süden zieht.
Das musste natürlich sein. Okay, dann alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.